Willkommen zu einem weiteren Video zum PIC 18 F14K22. Jetzt geht es um das Einführen einer definierten Wiederholzeit für ein Programm. Wir haben im letzten Jahr die Programmlaufzeit gemessen und wir haben gesehen, wenn wir einen Befehl einfügen, wird also die Wiederholzeit einfach länger. Und das heißt, unsere Wiederholzeit ist abhängig von unserer Programmlänge. Für ein Echtzeitsystem ist das ungeeignet. Wir wollen eigentlich Programmaufrufe haben, die regelmäßig kommen, am besten in irgendeiner gleichmäßigen Zeit, zum Beispiel alle 100 Mikrosekunden. Das würde dann bedeuten, dass wir 10.000 Mal in der Sekunde was abtasten und einen Vorgang auslösen. So, wie nähern wir uns jetzt dem Ganzen? Wir werden als erstes einmal hier eine neue Struktur einführen, eine neue Programmstruktur, und zwar wir werden hier auf Interrupts übergehen. Gehen wir mal hier auf das Datenblatt von PIC 18 F14K22 und wenn wir hier runterschauen, dann sehen wir hier auf Punkt 7.0 den Titel Interrupts. Was sind Interrupts? Interrupts sind Vorgänge, die von externen Quellen, also das kann jetzt sein, entweder eine Hardware-Vorgang, eine Spannung an einem Pin, aber auch ein Software-Vorgang, zum Beispiel eben ein Software-Ereignis, löst einen Einsprung zu einem Programm auf und dieses Programm heißt Interrupt Service Routine. Das heißt also, unser normales Programm, das wir hier noch sehen, wenn wir hier gegenüber anschauen, ich habe also das Programm von vorher geöffnet, das ist unser Void Main Void, das kommt hier runter und läuft in der While-Schleife. Und wenn jetzt so ein Interrupt kommt, dann wird hier bei irgendeinem Befehl, wo es eben passiert, wird stehen geblieben, dann rausgesprungen in einem externen Programm, das Programm abgearbeitet und wenn man fertig ist mit dem Programm, springt er wieder hier rein und fährt von hier weiter. Die Einsprungadresse, wo er wieder rein muss, wird im sogenannten Stack abgespeichert. Also das ist ein Speicherbereich, wo er dann weiß, der Prozessor, wo ich wieder zurückkommen kann. Es gibt jetzt eine Fülle von Interrupt-Quellen und wenn wir jetzt mal hier anschauen, diese Grafik zeigt die nur einen kleinen Teil. Und wir sehen also hier, wenn wir mal hier anschauen, Interrupt-Logic, es gibt also einen Timer 0. Was ist ein Timer? Ein Timer ist eigentlich eine Eieruhr. Das bedeutet also, wir können bei einem Timer nach einer gewissen Zeit ein Ereignis feststellen, dass so wie beim iOS klingelt, sagt dieser Timer, Achtung, meine Zeit ist abgelaufen. Wie sagt er das? Indem er zum Beispiel hier oben dieses Timer 0 Interrupt Flag, eine Flagge schwenkt und sagt, ich bin abgelaufen. Es gibt jetzt auch noch andere Interrupt-Quellen, sind zum Beispiel hier die Pins, könnte man hier hernehmen, hier serielle Schnittstellen, Analog-Digital-Konverter. Für uns aber nicht interessant und es gibt zwei Ebenen, offenbar einen High Priority, also ein Interrupt mit hoher Priorität, der durch das obere dargestellt wird, und einer niedrigen Priorität. Wir wollen also einen Interrupt nehmen, der regelmäßig kommt, ohne externes Ereignis, deswegen werden wir eine Eieruhr hernehmen, und zwar mit dem Timer 0. Und wir wollen, dass nur dieser Interrupt die höchste Priorität hat, dieser Interrupt soll also ein Rausspringen aus dem normalen Programm bedeuten und dann das Behandeln oder in unsere Interrupt-Service-Routine und was wir dort reinschreiben, das sehen wir später. So, wir haben also mehrfache Aufgaben. Als erstes einmal, wir müssen den Timer uns anschauen, die Eieruhr. Und bei der Eieruhr selber nehmen wir einmal das Timer 0-Modul her. Und dieses Timer 0-Modul ist hier unten grafisch aufgebaut. Dieses Timer 0-Modul braucht, so wie auch jede normale Uhr, einen Takt. Während bei einer normalen Uhr der Sekunde der Takt ist, können wir hier zwei verschiedene Quellen wählen. Entweder über einen Pin einen Takt einspeisen oder den internen Oszillator-Takt geviertelt hernehmen. Und was passiert dann hier? Hier wird einfach ein Register hochgezählt. Und es gibt jetzt zwei Moden. Entweder ich habe einen 8-Bit-Mode, dann zähle ich von 0 bis 255 und wenn er dann bei 256 ist, beginnt er wieder bei 0. Dieser Vorgang nennt sich Overflow. Oder ich habe einen 16-Bit-Timer, 16-Bit eingestellt, dann gehe ich eben von 0 bis 65.500 noch irgendwas und wenn er dort drüber läuft, setzt er ebenfalls einen sogenannten Overflow. Und der Timer 0 macht jetzt so ein Interrupt-Ereignis basierend auf dem Overflow. Also wenn er jetzt praktisch von 255 wieder auf 0 geht, sagt er, Achtung, Interrupt, Interrupt Flag, bei mir ist was passiert, ich bin übergelaufen,
du was. So, und diesen Timer 0, den werden wir jetzt entsprechend programmieren. Also wenn wir es hier nochmal anschauen, wir werden also den internen Takt wieder hernehmen, F Oszillator Viertel. Das heißt, wir müssen also hier aussuchen, auswählen auf D Timer 0 Clock Select, ob extern oder intern. Wir werden dann hier auswählen können, ob wir einen Vorteiler auf diesen Takt drauflassen oder nicht. Und das machen wir hier über dieses Timer 0 Prescaler Select und über dieses PSA-Bit, was wir hier haben. Und dann werden wir hier also den Timer 0 als 8-Bit-Mode hernehmen. Okay, also machen wir eine Timer 0-Initialisierung. Das erste, was wir tun, ist, wir werden einmal hier ein neues Projekt anlegen. Also, machen wir mal ein neues Projekt. So, wieder mit Recently Used, unser 18F14K22. Kein Header zum Debuggen, wir können direkt fahren. Unser BigKit 3. Unser XCV1.45. Und wir nennen das jetzt BIG18F14K22 Timer 0 Interrupt und finish mal das Ganze. Und jetzt machen wir noch unser Main. Also BIG18F14K22 Timer 0 int. So. Und damit haben wir also unser Programm hergerichtet. Machen wir das wieder ein bisschen größer. Gehen wir rein, aufs Mausrad drücken, dann das Rad betätigen, macht diesen Zoom-Effekt und holen wir uns also das Programm mit der Laufzeit LED komplett her. Also wir gehen also wieder hier unter, also zur Configuration und holen uns das gesamte Programm und setzen es hier wieder unter unseren Programmkopf. Und den Rest unten, der zu viel ist, den löschen wir jetzt weg. Das heißt, das ist ab hier, löschen wir alles weg. Und jetzt haben wir das Programm hergerichtet. Und das erste, was wir tun werden, ist, wir werden hier den Timer 0 initialisieren. So. Timer 0 initialisieren, schauen wir uns einmal an, was es hier an Registern gibt, um den Timer 0 zu starten. Hier gibt es eigentlich nicht sehr viel. Es gibt hier also einmal ein Timer 0 Kontrollregister. Und schauen wir mal an, was wir hier drin finden. Also, wir finden einmal den Timer einzuschalten, 8 oder 16 Bit Mode. Wir können den Clock auswählen. Dieses Source Edge Select Bit ist uns aber ziemlich egal. Wir können sagen, ob wir einen Prescaler haben wollen. Und wenn wir einen Prescaler haben wollen, dann können wir hier den Prescaler einsetzen. So, also beginnen wir mal hier mit Timer 0 Control. Und machen wir mal das hier. Also wir machen als erstes einmal einen 8-Bit-Mode, damit wir also von 0 bis 255 zählen und dann einen Overflow generieren. Also 1, kopieren wir uns gleich das Kommentar hierher. So. Also jetzt haben wir den Timer als 8-Bit-Timer eingestellt. Dann, das nächste, was wir tun, wir werden also den Clock uns aussuchen. Wir wollen also mit dem F-Ost-Viertel, mit dem Clock out fahren, das heißt, das TOCS brauchen wir. Also TO Timer 0CS. Und das setzen wir jetzt auf 0. Damit haben wir dieses F-Ost-Viertel ausgewählt. Das wäre bei uns 16 MHz, mit dem der Timer eben jetzt laufen wird. Dann
Schauen wir weiter. Wir wollen keinen Pre-Scaler für den Anfang haben, das heißt, wir werden also hier den Pre-Scaler abschalten. Das finden wir auf dem PSA, Pre-Scaler Assigned, und den setzen wir jetzt auf ein 1. Das heißt, der Pre-Scaler ist not assigned. Damit brauchen wir uns auch um das letzte unten nicht kümmern. So. Und dann schauen wir noch weiter. Also, mit dem sind wir fertig. Ah nein, dann müssen wir eigentlich den Timer noch einschalten. Also, mit dem Timer on Bit schalten wir den Timer ein. Also kopieren wir das Ganze. So, und jetzt haben wir den Timer eingeschaltet und der Timer sollte friedlich vor sich hinzählen. Und wir merken eigentlich nichts, außer wir würden das Timer-Register abfragen. Da können wir eigentlich sehen, dass hier irgendwas passiert. Also wir haben die Timer Null Operation, haben wir jetzt einmal fertig und schauen wir es vielleicht noch einmal kurz an. Timer Null, was brauchen wir dazu? Hier unten das ganze Timer Null Control haben wir gesetzt. Das Trees brauchen wir nicht, weil wir keinen externen einstellen und wir hätten hier dann nur ein Timer Null H und Low bei, das könnten wir jetzt abfragen, zwischendrin, indem wir stehen bleiben. Ja, wollen wir eigentlich dabei nicht machen. Und die Interrupts sind noch nicht gesetzt, die werden wir jetzt dann im nächsten Video setzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, alles Gute.